da. Ich habe ihn doch gesehen. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sunken Land. Wir sind hier immer noch bei der Insel. Es ist jetzt 5 Uhr durch. Und ich habe jetzt auch so ein bisschen Kohldampf geschoben, so langsam. Ne? Mal gucken, ob wir was kriegen. Da vorne könnte ich so eine Krabbe holen, aber ich kann ja hier nicht kochen. Ne? Aber notfalls kann man die auch roh verdrücken, oder? Was kostet denn so ein Grill? 15 Schrott, das ist jetzt auch nicht so dramatisch, ne? Ich sehe das schon kommen, ich habe ja überall Basen stehen. Ja gut, dann gehe ich jetzt schon mal hier rein und gucken wir mal. Dass wir das Ding schon mal holen hier. So, aufpassen, dass die mich jetzt noch nicht bemerken. Die Kollegen. Weil Essen ist ja, da habe ich nur den einen Brocken, den werde ich mir jetzt auch reinziehen. Aber ja, immerhin. So, vielleicht können wir hier noch was finden. Ja, jetzt nehmen wir das. Den Schrott sammeln wir jetzt auch mal auf hier. So. Hä? Da haben wir noch Autos, aber ich würde ja lieber mal gucken, ob wir noch so eine ein oder andere Kiste finden. Bisschen sowas an Mampf wäre jetzt gut. Hätte ich das gewusst, dass sich das so entwickelt, hätte ich mir ein paar von den Konserven mitgebracht oder so. Aber ich habe wirklich das im Urin, dass wir das abbrechen müssen hier mit der Insel. Das geht so einfach nicht. Müssen wir wiederkommen, wenn wir ordentliches Maschinengewehr oder irgendwie sowas haben. Ja. Ah, da wird nichts zu futtern drin sein, ne? Hier in den Autos. Da mache ich mir nur das Inventar mit voll. Was ist das denn da? Ach, das ist das Schiff. Da könnte ja vielleicht in der Kombüse was sein, oder? Gucken wir mal. Ob man hier was finden kann, so auf die Schnelle. Da ist ein Polizeiauto, da gibt es Munition, ne? Was ist das denn? Chemische Substanz. Ah, okay. Sonst sehe ich jetzt erstmal nichts. Komm, jetzt machen wir das noch. Habe ich noch Platz? Dann nehmen wir die Munition schon mal mit. Denn die gibt, glaube ich, immer ordentlich. Guck dir das an, was Munition! Ohne Ende! Wow! Ja, das muss ich aber sichern. Ja, komm, und dann gehen wir erstmal nochmal los und gucken, ob wir ein bisschen was reißen können und sonst brechen wir das ab. Aber dann haben wir schon mal ein paar weg, die spawnen ja nicht nach. Die, die weg sind, sind weg. Vielleicht können wir noch einen mitnehmen. Also insgesamt sind noch 19. Auf zwei Inseln. Also es ist. Das waren 22, dann habe ich also 3 getötet. Ne, waren anfangs 22 oder 23? Könnte man in den Folgen nochmal nachgucken. Ich meine 22, dann habe ich 3 Stück jetzt. Mühsamst. Tod mit Tod vergolten oder so. So. Wie lang die Beine sind, ne? So, lass mich nochmal hier an die Kiste ran. Aber da ist auch kein Platz mehr, oder?
Ja, doch. Denn noch kann ich das ja nicht gebrauchen, ne? Ja, das essen wir wahrscheinlich auch nicht so. Ja, jetzt ist voll. Ja, aber so können wir das lassen. Hä? Hast du jetzt rausgeschmissen? Ja. Aber wohin? Ah, da vorne schwimmt es. Da. Finde ich erstaunlich, dass ich da hochspringen kann. So. Gut. Einmal noch. Ich könnte natürlich hier schon was abbauen, aber es ist überwiegend Kupfer anscheinend, was hier so rumschwebt, ne? Den treffe ich von hier aus nicht, oder? Nee. Was habe ich denn noch? 115 Schuss. Gerade war er da. Haben wir ganz schön Sänge gekriegt hier. Denn nicht? Können die durch die Bäume gucken? Getroffen hat er mich jetzt nicht, ne? Warum löscht sich das nicht? Aber ich denke nicht, dass ich den getroffen habe. Oh, ist das ein Guerilla-Scheiß? Das könnte Eisen sein, oder? Habe ich das Ding überhaupt mit? Ja, mit habe ich die. Das geht von hier aus nicht. Ist das alles übel? Ah, dieser Baum. Gefährlich, wa? Naja. Manchmal kamen die auch schon runter hier, ne? Da liegt auch eine Kiste oder sowas. Da liegt, glaube ich, einiges an guten Loot. Aber das ist gefährlich rangehen. Ich sehe keinen. Also zwei sind da also mindestens noch. Aber wenn das 19 sind oder 18 da auf zwei Inseln verteilt. Aber das ist jetzt super gefährlich hier. Aber da jetzt sehe ich sie. Ankommen. Manchmal kann man durch diese Löcher durchgucken. Da sieht man die da rumlaufen. Wenn ich jetzt so eine richtige Schusswaffe hätte, könnte man einfach die Leiter hochgehen, dann ratatatat, so mit Kamikaze-mäßig mal. Aber so. Bin schon relativ nah. Wenn die jetzt plötzlich auftauchen, dann sieht's übel aus. Wenn ich wüsste, es ist nur noch einer, könnte man das riskieren. Aber so ist das, glaube ich, ziemlich aussichtslos. Passiert da nichts. Guck mal, gib mir mal die Pilze her. So. Hä, noch mehr? Guck mal, viele hier. Passiert nichts, ne? Ist wieder die gleiche Situation hier. Pass mal auf du, ne? Kommst jetzt direkt mal mit hier. So. Da ist noch so eine Krabbe.
Ah, da zieht sich hier elendig lange hin. Ohne Schusswaffe. Da, jetzt habe ich sie gesehen. Da. Die sind verdammt vorsichtig. Das ist ein bisschen unrealistisch. Ich glaube, die würden ganz anders reagieren. Bei nur einer Person, dann auch eine Frau mit. Nur mit Armbrust. Da kann ich nicht durchschießen, ne? Nee, das prallt immer ab. Wenn ich jetzt runter bin, kommen die eigentlich gar nicht ran, ne? Was passiert jetzt, wenn ich hier drunter bin? Ich glaube, da passiert gleich was ganz Schlimmes. Guck mal hier, jetzt gucken wir aber mal da rein. Vielleicht kriegen wir das ja noch hin. Das sieht nach wertvollen Teilen aus. Ab ins Wasser, los. Ich lasse das bleiben, wa? Ich glaube, da. Guck mal, hinten kann man das sehen, was ich gebaut habe da letztens. Was haben wir denn eigentlich gekriegt? Waffenteile. Das ist sehr wertvoll. Komm, fahren wir nach Hause. Das dauert mir zu lange hier. Wir müssen mal gucken, dass wir Schusswaffen kriegen. Dann kommen wir nochmal wieder und dann räumen wir auf hier. So zieht sich das ewig hin. Da wollen wir mal gucken, was wir mit diesem Minilager hier machen. Wie ich das jetzt am besten mitnehme alles. Ja, ich räume erstmal die wichtigen Sachen aus, die ich mitnehmen will. Ist das wichtig? Nicht wirklich, ne? Man kann ja auch hier was hier lassen. Das wird mir hier nichts helfen. Das vielleicht. Lass mal ein paar von hier. Auch ein bisschen Holz hier lassen. Gummi eher nicht. Davon lassen wir einen hier. Schrott, ja, aber so viel muss ich nicht hier lassen. So, jetzt kann ich ja das noch mitnehmen. Ein bisschen was habe ich ja noch, ne? Ah, dann nehmen wir Schrott mit. So, ab nach Hause. So. Das ist doch ganz schön übel. Wir könnten mal gucken, bei uns gibt es ja auch noch kleinere mit Mutanten oder so. Also Jäger könnte ich mir vorstellen, dass so ziemlich die schwierigsten sind. Vielleicht ist das ja auch hier, ne, Mutanten und die werden immer schwerer. Und das heißt also, der Stamm der Kriegsköpfe ist wahrscheinlich das Schwerste. Dann, das sind die vorletztschweren hier. Ich sollte vielleicht erstmal mit Mutanten anfangen. Ich glaube, da kommen wir besser zurecht. Aber ich meine, das habe ich natürlich schon so ein bisschen so von meinem Ziel, mir als Ziel gesetzt, erstmal aufräumen hier, ne? Also die ganzen Feinde erstmal vernichten und sich dann in Ruhe umgucken und was Schönes aufbauen. Jo. Das bringt ja nicht viel, hier mit Schiff zu fahren, ne? Irgendwie kann man sich das schenken, glaube ich. Ach ja. Ich hätte ja jetzt schon ein bisschen was von den Erz abbauen können, aber ja gut, das finden wir auch noch woanders. Bau doch endlich Wände! Ja!
ich mache Wände, wenn ich den Boden da fertig habe mit guten. Ich will aber auch nicht die ganzen Erze, die ganzen Eisenbarren, die ich habe, jetzt nur dafür verwenden. Ich weiß ja nicht, ich muss ja bestimmt auch einiges bauen. Und erforschen und so, da brauche ich das ja bestimmt auch. So, jetzt sind wir schon bald zu Hause. Ah, ich habe sowieso keinen Platz. Ich muss erst ausladen gehen. Ah, die Schule, die haben wir auch noch nicht so weit gelootet, ne? Wie viel haben wir davon? 28%, ja. Also, ich würde sagen, ich gucke jetzt erstmal nach, wie sieht es eigentlich aus, dass wir an Schusswaffen rankommen können. Ich habe das noch gar nicht so ausbaldobert, wie das funktioniert. Ich glaube, man muss erstmal quasi so einen Vordruck haben, eine kaputte. Die kann man dann reparieren. Selber bauen kann man die, glaube ich, gar nicht, oder? Oder sollen wir erstmal Frust abbauen gehen und uns mit den Mutanten anlegen da? Wäre vielleicht eine Sache, ne? Mal gucken, ob man da noch so kriegen kann, ja. An gutem Zeug. Notfalls muss ich halt die Batterie und den Detektor nehmen und dann damit erstmal ein bisschen Erze suchen gehen. So, guck mal, da wachsen auch wieder schön die Bäumchen. Gut, die Kartoffeln schon fertig sind. Müssten eigentlich, oder? War jetzt anderthalb Tage weg oder zwei Tage weg? So. Erstmal auspacken. Ich packe jetzt erstmal alles aus und dann... Ach, das könnte dabei sein. Das geht doch schnell, oder? So, das können wir schon mal draufpacken hier. Nicht die Pilze. Ist egal. Ich wollte eigentlich nicht die Pilze draufpacken. Ja. Vier, ja. Essen. Was haben wir da? Kleidung habe ich hier reingemacht. Ich fange schon so ein bisschen an, das so zu sortieren, aber ist noch nicht so wirklich gut. Die da rein. Gummi. Glas. Das Zeug und das. Dann war da irgendwas mit Munition. Hier. Waffen, Munition. Da sind aber auch Schuhe. Kleidung habe ich doch hier, ne? Entweder bin ich blind oder was? Oder die vertauschen sich immer wieder. Waffenteile. Ob man da schon was mit anstellen kann. Wie kommen denn jetzt die Regenwürmer da rein? So. Und die auch da rein. Ja, ne? Die hätte ich mitnehmen sollen. So, eben noch ans Boot gehen. So. Das ist schon echt gutes Zeug, ne? Da war noch so ein Ding. Guck mal hier. Das ist eher Deko. Ah, ich hasse es, wenn ihr mal alles daneben schmeißt. So, wo war das mit den Waffen? Hier ist aber na, doch noch ein bisschen Platz. Boah, da noch mehr. Ah, das müssen wir uns mal angucken. M16 wäre das? Oder eine AK? Boah. Aber was brauchen die für Munition, ne? Gibt ja unterschiedliche Pistolenmunition, Schwarzpulvermunition, Schrotmunition, ist klar. Gewehrmunition. Also ich fände das gut, wenn die das jetzt nicht hingehen mit 5,45er und 0,45er und 22er und 44er und was nicht alles wie in DayZ oder in Scum. Da werd ich affig. Ich bin doch kein Waffenexperte, Mensch. Ja, oder? Hier, das gehört eigentlich auch hier rein. Ne? Das ist eigentlich Baumaterial. Aber da habe ich da schon welche von. Da, da. Nee. Ich hatte nicht schon elektronische Teile? Echt nicht? Oder habe ich die schon verbraucht? So, das. Dann das noch und das. Das sind auch schon wieder einige. Finde ich gut. Achso, warte. Das kann auch noch da rein. Beide nicht voll. Essen hier. So. Ja, das
Müssen wir rüberbringen, mal. Da habe ich doch das. Da rein. So, Rest noch holen. Da schwimmt noch was, ne? Ich hoffe, das ist jetzt nicht weg. Aber meine Erfahrung ist, dass sich das echt lange hält. Das ist nicht so wie in 7 Days, wo das nach kurzer Zeit verschwunden ist. War ja schon mal gut. Ah, okay, haben wir leer. Das Wasser noch, ja. So. Und Läppchen. Jetzt mal gucken, das nehme ich jetzt nicht mit. Das nehmen wir für einen anderen Battle mit. Hier rein. So. Also, wir haben jede Menge Munition. Immer noch. Wie ist denn das jetzt mit... Nein. Wie ist denn das jetzt mit Waffen machen? Die muss ich, glaube ich, reparieren. Wo haben wir die? Also, ich hätte ja hier ein kaputtes M16, eine AK. Waffenteile, die brauche ich dann bestimmt dafür. Ne, lass mich die doch mal mitnehmen. Habe ich nicht noch mehr? Ich habe da irgendwo gesehen, dass ich in einer anderen Kiste noch was drin habe. Nee? Okay. 7 Waffenteile habe ich. Das ist bestimmt hier, aber ich fürchte, da können wir hier noch nichts reißen. Da, das sind nur so klein. Da müssen wir erstmal hier rangehen. Das kriegen wir doch hin, oder? 3 Seile machen. 5 und 5 dürfte kein Problem sein. Pass mal auf, da kannst du schon mal hier gleich weitermachen. So. Na, guck mal. Drei Seile. Das kriegen wir auch hin. Das war hier. So, was war das noch? 10 Komponenten und 15 Schrott. Siehste? Können wir auch mal hier 10 Komponenten, 15 Schrott. So, pass auf. Kabum. So, was ist denn jetzt hier? Waffenteile kann man sogar machen. Scheinwerfer. Ach, da ist so eine Stirnlampe, ne? Auch eine geile Geschichte. Guck mal, hier ist die Batterie, jetzt bessere Rüstung. Aber noch keine... primitiver Granat. Akkuladegerät. Oh ja. Oh, da ist nur allerhand. Aber ja, nee, ist klar. Die habe ich ja noch nie gesehen, fortgeschrittene Teile. Dann ist Schluss hier, ne? Wir sind schon der dritten. Ich glaube, das wäre auch gut, hier sofort zu machen, ne? Eisenrüstung. Pass auf. Was war das noch, was wir dafür brauchen? Eisenrüstung. Hier können wir schon. Kampfknieschonerrüstung. Geht das auch schon? Guck mal. Achso, die habe ich ja nur erforscht. Ich denke immer, ich mache die schon, weißt du? So. 4. 4? Kann ich die eigentlich demontieren? Nee, da muss man später so einen Verwerter für haben, ne? Dann mache ich jetzt eine Kiste, wo ich Sachen rein tue, die ich später verwerten will. Ein Gefummel. Boah, manchmal will das nicht richtig scrollen. So, hier in der Ecke ist quasi meine vorübergehende Müllsammelstelle. Ne? Da kann ich dann auch die Weste hin tun. So, jetzt müssen wir mehr Eisen haben, ne? Ich meine, das ist irgendwo, hat eine gewisse Logik, wie ich finde. Dann nehmen wir erstmal Kupfer, da haben wir nämlich nichts mehr von. So. Eisen, 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 was war das noch?
Können wir machen. So. Rüstungswert, was war das nochmal? Lass mich mal eben gucken. Das war 12 und das hat 15. Naja, ein bisschen mehr. Dann hier nochmal 6 Stoff. Ey, ich brauche so viel Stoff. Jetzt kann ich die aber schon mal hier reintun. So. Stoff ist nicht mehr viel, oder? Der Stoff, immer der Stoff. Aber ich glaube, das wäre schon mal gar nicht schlecht. Haben wir sowas an den Beinen schon? Nee, wo kommt das denn hin? Anstatt eine Hose? Kampfknieschoner, Rüstung plus 4. Und das hat Rüstung plus 1. Ja, wenn das so ist. Wo habe ich denn die Kleidung hingepackt? Da, ne? Nee. Wird er daneben gegriffen. So, so jetzt mehr kann ich im Moment noch nicht machen. Der ganze Eisen weg. Ja, wenn ich das jetzt alles hier in die Böden gepackt hätte, das dauert noch ein bisschen mit den Wänden. Tut mir ja leid. Aber ich, was soll ich jetzt hier Wände bauen? Da muss ich alles wieder abreißen, ja? Wenn ich das in richtig Eisen bauen will. Wir haben ja, solange wir die Gegner aushaben, ist das ja alles nicht das Problem. Sonst wird duster hier. Wo hatte ich das hier? Machen wir wieder rein. Die beiden Lappen auch. Den packen wir hier hin. Und dann hauen wir uns mal mit den Mutanten morgen. Ich werde jetzt aber erstmal noch so ein bisschen... Jetzt habe ich... Was habe ich denn da? Gebratene Pilze ergeben gut was, oder? Hunger plus 20 Energie plus 5. Naja, ja, kann man ja machen. So. Also, was haben wir noch zu kochen? Gebratene Kartoffel habe ich schon mal. Gibt auch einiges, ne? Aber warte mal, müssen wir hier was... Wie viel gibt es da? 2 Stück. Ach, guck. Pass auf, dann machen wir doch mal weiter. Jo. Packen wir die erstmal hier rein. 12 Stück schon mal wieder. Dann würde ich sagen, mit dem Kochen machen wir die erstmal, ne? Gib mir mal Holz. Und dann machen wir da Holz rein. Das ist immer ein bisschen gefährlich hier, wenn man Holz reinmacht. Wenn der nämlich fertig ist mit dem Braten, dann ist C nämlich Essen. Und dann isst man das sofort darunter. Oh, hier muss ich auch nachfüllen. Der ist auch schon wieder fertig. Und auch Holz nachfüllen hier. So. Da nicht. Hier. Oh je. Yeah. Ja, mit der Schusswaffe. Gut, eine Pistole, aber ich, die würde ich am liebsten überspringen. So, lass uns jetzt mal schlafen gehen. So, 9 Uhr. Essen, trinken, auffüllen. Hm. Was haben wir hier noch? So, trinken. Da komme ich nicht drum rum. Da muss ich mal eben was auffüllen hier. Ne? Das packen wir rüber. So. Und dann gehen wir mal zu den Mutanten. Und dann kann ich auch ganz gut, weil ich ja gerade erst mich gekloppt habe, ganz gut unterscheiden, ob das vielleicht ein bisschen leichter geht. Wenn ich da auch 4-mal sterbe pro Tag, dann ist das nicht so. Na? So. Schon wieder auf 2 runter. Oje, 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 oje. Eine der Rennerei ist das. So, ist aber der letzte jetzt. Das ist ja doof sonst. So, packen wir erstmal wieder weg. Gut. Das ist eigentlich, glaube ich, so die erste, die man eigentlich angreifen sollte. Da drüben die, ne?
Und das werden wir jetzt machen. Einfach mal, um zu gucken, ob das wirklich leichter geht. Ne, ich wollte hier eigentlich fahren. Piep, 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 piep. Da. Da sehe ich sie doch schon. Bevor jetzt diese Wände gekommen sind, konnte ich das schon sehen, dass da welche sind. Aber ich glaube, das sind diese komischen skelettmageren, zombie-ähnlichen Gruselfiguren. Ja, Mutanten eben, ne? So. Wie sehe ich eigentlich aus? Boah. Hat so ein bisschen was von Tomb Raider, ne? Mal gucken, wo kann man denn da am besten hoch? Da steht schon einer mit so einer Rüstung. Ja, hier komme ich nicht hoch. Schießen die eigentlich auch oder haben die nur Schlagwerkzeuge, Schlagwaffen? Hier kommt man doch nicht rein. Das ist ja ganz gut abgesichert. Mal gucken, wie ich da rankomme. Wer weiß, was es da gibt. Ich denke mal, wenn die leichter zu besiegen sind, dann gibt es da auch nicht so guten Loot. Aber ich sehe da schon mal Gummi. Gummi ist auf jeden Fall schon mal gut. So, von hier müsste ich da reinkommen, ne? Ich park mal hier. Ein Stück näher fahre ich noch ran. Mutantensiedlung, Mutanten. Ja, ich fahre mal von hier aus ran. So, dann nehmen wir mal am besten den in die Hand. Kann ich von hier aus schon was machen? Da ist einer. Ist schwierig, wenn das so schaukelt hier. Komm, ist Schluss, ist gut. War denn das von gerade? Ja, das macht schon mal einen deutlich leichteren Eindruck. Ja, aber ist dann aber auch leichterer Loot drin, ne? Halt. Wie viel sind denn hier? Ja, ein Läppchen. Das hättest du mir als Lendenschutz hättest du das mal nehmen sollen. Dann würdest du nicht so nackig rumlaufen. Da werden ja wohl noch ein paar mehr sein als zwei, oder? Ich sehe mal noch keinen hier. Hallo? Da! Da schwimmt einer. Noch ein Läppchen. Das waren sie immer noch nicht. Looten tun wir nachher, wenn das alles fertig ist. Also das ist eine ganz andere Geschichte hier, ne? Warte mal, das ist Mutanten. 19 auf 4 Inseln, ja. Da. Ich habe ihn doch gesehen.
Aha. Oh, der hat mich aber erwischt. Ja, das haben wir aber alles fertig hier. Hast du jetzt was Besseres dabei? Ja, ein paar Pilze. In den Hintern geguckt. Ja, das ist so eine ganz andere Hausnummer hier. Das war doch ein Kinderspiel. Aber da kann man mal sehen. Jetzt lernt man mal so die Unterschiede. Okay. Was ist hier? Kaputt kloppen. Oh, treffe ich das auch mal? Alter, das ist doof. Die Hitboxen sind manchmal kacke. Ist mir schon mal aufgefallen. An manchen Stellen... Boah. Jetzt aber. Naja. So, gehen wir ein bisschen looten. Was gibt's hier noch? Da haben wir schon mal noch Gummi. So, dann ist hier noch was. Mamfi. Davon werde ich welche mitnehmen, wenn ich auf eine größere Kampfgeschichte losfahre. So, hoffentlich treffen wir das dann besser. Hier. Und hier. So. Haben wir noch Platz? Ja. Ey, was ist das denn? Pilz-Vogelsuppe. Aha. No translation found. Ah, lecker. Wollte schon mal probieren, so. No translation found. Yep. Aber alles Larifari. So nichts Besonderes großartig, ne? Mal gucken, was gibt's hier. Oh, schicke Sachen. Bauplan Tapete grün. Ah, okay. Lernen wir schon mal. Gut. Da haben wir noch Waschmaschinchen. Okay. Nochmal Reifen. Yummy. Ja, jetzt holen wir da den Schrott noch und dann bringe ich das erstmal weg. Obwohl, da sind nochmal Reifen. Kriegen wir die noch mit? Ja, oder? Naja. Ja, da haben wir uns was Schweres ausgesucht. Das wird es gewesen sein. Ey, lass mich doch mal hier. So, das bringe ich jetzt erstmal rein. Dann gucken wir nochmal nach, ob hier noch ein bisschen was ist. Ist bestimmt noch was. Was sagt denn die Map? 89%, okay. So. Ich gehe so der Reihe nach, was mir am wichtigsten ist. Das sichere ich zuerst. Aber hier geht ja eine Menge rein, ne? Alles reingegangen. So. Und dann gucken wir mal, ob wir noch was finden. Hier unten vielleicht noch was drin. Ach, guck mal, hier hätte man unten reintauchen können. Mutantensiedlung. Hier haben wir noch ein Fass. Kann man das auch zerschlagen hier? Jo. Gibt aber auch nur Holz. Ne? Kann ich da oben an die Lampe ran? Nö. Hätte ja sein können, dass man die da auch looten kann. Haben wir alles jetzt? Lass mal eben gucken. Jo. Haben wir alles weg. Dann brauchen wir gar nicht mehr suchen. Dann sind wir hier schon fertig. Ach, da ist das Riesenrad, oder? Ist das nicht dieses Bürgerzentrum? Aber da ist das, glaube ich, ziemlich tief. Na, wenn wir dann irgendwann mal die Tauchflaschen haben, gehen wir dabei, ne? So. Jo, fertig.
Das war ja einfach. Jetzt kann ich am besten mal eben hier bei meiner kleinen Mini-Basis bei der Händlerin vorbeifahren. Schon mal die Sachen, die ich eigentlich eher da lager. Also alles, was an Deko-Zeug ist und wo ich meine, so Kleidung, die ich nicht brauche, was ich doppelt habe, das lege ich da rein, damit ich, wenn ich was erhandeln will, da auch ganz gut vorbereitet bin, mein Material da, diesbezüglich da stehen habe. Ne? Ist vielleicht nicht ganz so praktisch, weil manche Dekoartikel will ich ja später in meine Base auch noch benutzen, aber das dauert ja noch. Ne? Ich habe ja noch nicht mal Wände. Ne? So, gucken, ob wir hier zwischenparken können. Ja, hier. So. Ja, siehst du, da haben wir schon so was drin. Das. Das war's schon, ne? Das ist es schon. Ne, ist nicht. Guck mal hier. Ah ja. So. Ab nach Hus. Also die Mutanten waren einfach. Das war ganz gut so. Das habe ich jetzt auch gebraucht. Ein kleines Erfolgserlebnis, nachdem wir so auf die Schnauze gekriegt haben da hinten bei denen. Aber 3 Stück habe ich niedergeschmettert. Also haben wir getötet. Immerhin. Ist ein Anfang. Ja, dann wollte ich als nächstes mal noch bei der Schule vielleicht. Wir brauchen ja diese besonderen Ersatz. Ich denke mal, wenn man so ein paar von den Jäger... Dings mal hat angenommen, wenn man da bei der Jägervereinigung, wenn man die Insel hat und dann oben raufklettert, da könnte man vielleicht Kisten finden, wo diese Zahnraddinger, diese fortgeschrittenen Teile zu finden sind. Ich weiß es nicht. Ist auch nicht schlimm. Das werden wir ja dann irgendwann rausfinden. So. Jupp, alles mit dabei. Ah, es ist schon wieder 17 Uhr. Die Zeit hier rast aber auch. So, Essen. Das auch noch. Das könnte ja mal... Was gibt's denn dafür? Steht nicht, ne, wie viel das wert ist. Das auch noch Essen. Und das. Boah, 7 schon. Und das auch noch. So. Schrott. Ist alles voll, ne? Alter, der das auf den Boden schmeißt. Das müsst ihr mal ändern. Das ist all. Das nervt. So, da. Guck mal hier. Was ein Gummi. Gummi. Und Läppchen. Und das Zeug. Sortieren. Voll. Ach, jetzt haben wir den vergessen. Guck, jetzt sehe ich ihn. Ist egal. Ich könnte ja nochmal eben rüberfahren. Und nochmal die Sachen hier, was ich so anverkaufe, wie das zum Beispiel, das, die Schallplatte möchte ich eigentlich, ob die auch abspielen, ob die Musik abspielen, so wie in Rising World, das ist das, was mich echt interessiert, deswegen mag ich die nicht hergeben, ne? Ach, da sind die 3, siehst du, die gehören nämlich da rein. Wollte sagen, ich hatte doch schon noch mehr davon. Dann bringe ich das noch eben rüber, oder? Ja, mache ich zwischen den Folgen. Fahre ich noch rüber und bringe das hin. Dann kann ich aber auch mal gucken. Also dann kann das auch rüber. Und Kleidung. Was habe ich? Ich habe die Stiefel und die. Und die Schuhe. Also so viel brauche ich nicht, oder? Die haben alle nur 1er Rüstung. Das auch, ne? Obwohl die sind vielleicht ein bisschen schicker als die anderen, ne? Irgendwie schon. Dann kann ich die auch wegbringen hier. Dann haben wir hier 4 Hosen. Dann nehmen wir die weg. Und die. Das Röckchen brauche ich auch nicht mehr, oder? Ich werde hier kaum im Röckchen rumlaufen. Handschuhe? Hä? Habe ich doch. So, die bringe ich rüber. Genau, aber vorher kann ich auch nochmal eben da das Kochen starten. Warte, wir warten hier mit dran, ne? Dann machen wir da noch ein bisschen weiter mit. So. So. Alles klar. Ich fahre nochmal rüber zur Händlerin und lade das einfach nur da ab.
können wir demnächst noch mal einiges erhandeln. Ich möchte mal gucken, ob wir irgendwann dieses Ding kriegen. Diesen Unterwassergleiter da. Die sind noch nicht reif. Okay. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare und seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir hier weitermachen. Bis dann. Bye, bye und tschüssi.